pro Stunde könnte man also maximal bei erlaubten 160 km/h zurücklegen. Was heißt, wie viel Kilometer? Auf 100, na circa 120 schätze. 120 schätzen Sie? Schätze, ja. Wenn ich 160 km/h fahre, kann ich 120 Kilometer in der Stunde fahren? Ja, müsste es ja ausgehen. Wie schnell muss ich dann fahren, um 160 Kilometer in der Stunde zurückzulegen? Ja, wahrscheinlich 200. Haben Sie jetzt geschätzt oder gerechnet? Nein, geschätzt. Tun Sie sich da leicht beim Schätzen im Normalfall? Hoffentlich. Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe leider keinen Führerschein. Aber gut, Sie könnten ja mit uns jetzt rechnen. Also wir haben gesagt 160 km/h und dementsprechend die Frage, wie viel Kilometer man pro Stunde dann maximal zurücklegen könnte. Pro Stunde? Wie viel Kilometer? 16 Kilometer, schätze ich mal. Was sagt der Kollege? Circa 20 Kilometer. Sind Sie Autofahrer? Nein. Was bedeutet das eigentlich dann? Wofür steht das 160 km/h? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. KMH, schnell. Wie schnell das Auto sein soll? 160. Und dann haben Sie gesagt, könnte das Auto in zum Beispiel eine Stunde, wenn es 160 km/h fährt, 16 Kilometer zurücklegen? Das ist richtig, ja. Wie schnell müsste das Auto dann fahren, dass es 160 Kilometer zurücklegen kann? Boah, das ist eine gute Frage. Wie lange es fahren muss dem noch? 16 Stunden. Das ist eine Blitzfrage. Fragen Sie ihm da lieber. Das ist... Kollegen fragen. Ja. Kollege, wie schaut's aus? Das ist viel zu viel. Maximal sind ca. 8 Stunden.